Ja, bewusstseinserweitern hat es auf uns in der Form gewirkt, dass wir die Nachfrage von der Wohnungsbaugesellschaft identifizieren konnten. Da ist wirklich ein Bedarf da, vor allem, weil wir unabhängig sind als Smartphone-Berater. Also wir können nicht nur bestimmte Produkte von bestimmten Herstellern empfehlen, sondern eigentlich den kompletten Markt und sind dadurch unabhängig. Das zweite war vor allem die Verbindung mit den Sozialbauwohnungen, dass Smart Home ein großes Potenzial hat, die Kosten zu senken und dadurch die Mietpreise konstant auf einem Niveau auch langfristig zu halten, indem beispielsweise Energiekosten gesenkt werden und Instandhaltungskosten.